Die beste Zeiteinheit fürs Daytrading. Herzlich willkommen zu diesem Video. Was ist jetzt die beste Zeiteinheit fürs Daytrading? Aus meiner Sicht ganz klar der 5-Minuten-Chart. Das war aus meiner Sicht jetzt nur ein kurzer Spaß, denn für mich sind die einzelnen Zeiteinheiten relativ. Ja, also ich gucke jetzt nicht oder warte auf ein Muster, beispielsweise im 1-Minuten-Chart oder ein Signal im 5-Minuten-Chart, denn ich handle nach Angebot und Nachfrage. Was das konkret heißt, schauen wir uns mal als erstes an. Ja, die Börse, der Markt, der funktioniert nach Angebot und Nachfrage. Ich nehme euch jetzt mal mit auf meine Plattform. Ihr seht jetzt hier einen kurzen Screenshot nochmal von einem Trade, den ich gemacht habe in der Qualcomm-Aktie. Ganz links haben wir den Footprint-Chart. Ja, hier kann ich sehen, wie Käufer und Verkäufer auf einzelnen Preisen miteinander interagiert haben. Und rechts daneben in der sogenannten Heatmap, ja, einfach gesagt, sehe ich da die Liquidität im Orderbuch und danach habe ich diesen Trade getimed. Ihr seht jetzt konkret, dass ich mir hier unten den 1-Minuten-Chart angucke und dass ich in dem Beispiel schon in der ersten Minute direkt einen Trade gemacht habe, den ich, wie gesagt, nach Angebot und Nachfrage getimed habe. Das ist entscheidend fürs Trading. Ja? Die erste Frage, die wir uns jetzt mal angucken, ist, ihr seht jetzt also, wenn ich mir den 1-Minuten-Chart angucke, da gab es jetzt nicht unbedingt ein Signal, wenn ich mir den Chart angucke, um jetzt diesen Trade zu machen. Ja? Trotzdem konnte ich den machen, weil ich halt nach Angebot und Nachfrage handle. Die Frage, die wir uns jetzt also als erstes mal ansehen, ist, ist denn überhaupt sinnvoll, einen Chart zu verwenden? Und aus meiner Sicht, ganz klare Antwort, ist es absolut sinnvoll, einen Chart zu verwenden und ich verwende auch einen. Um es konkret zu machen, am Anfang schaue ich mir den 1-Minuten-Chart an, später, wenn, ich sage jetzt mal, der Handel ein bisschen fortgeschritten ist, dann wechsle ich auch in die größeren Zeiteinheiten, um den Überblick nicht zu verlieren. Was sehe ich denn eigentlich im Chart und warum ist er sinnvoll? Denn ihr habt vielleicht auch schon in einigen Videos gesehen, jetzt nicht unbedingt von mir, aber von anderen Tradern, die nach Volumetrading handeln oder Orderflow, dass man auch teilweise nur, ja, ich sage jetzt mal, die Orderbücher sieht. Ja, dann sind diese Leute in den meisten Fällen extrem kurzfristig unterwegs und ja, versuchen einfach nur ein paar Ticks aus dem Markt zu ziehen. Das ist nicht mein Trading-Ansatz. Denn meine Idee, wenn ich in den Trade gehe, ist, eine längere Bewegung mitzunehmen. Und dafür ist ein Chart auf jeden Fall wichtig. Und wir schauen uns jetzt mal konkret an, was ich mir im Chart angucke. Das Erste, was ich im Chart sehe, ist für mich eine Orientierung. Ich habe euch hier mal zwei Beispiele mitgebracht in TradingView. Und das Erste, was wir uns ansehen, ist die ENPH-Aktie. So, wir sind jetzt hier im TradingView. Ihr seht jetzt vor mir die ENPH-Aktie. An dem Tag hatte die Aktie News. Ja. Wir sind jetzt hier erstmal Pre-Market, sind wir erstmal abgegappt und dann direkt nach der Öffnung, ja, sind wir mit extrem viel Momentum sehr, sehr schnell nach oben gelaufen. Warum ist es wichtig, dass man am Anfang in den kleineren Zeiteinheiten unterwegs ist? Das sieht man hier sehr, sehr gut. Ja, wir sind jetzt hier in einem 1-Minuten-Chart und ihr seht, ja, dass wir hier extrem schnell nach oben laufen. Wir sind jetzt hier kurzfristig gesehen One-Time-Framing. Ja, das heißt, wir machen immer höhere Tiefs und als Orientierung ist das sehr, sehr wichtig, um zu sehen, in welcher, ja, ich sage jetzt mal Phase wir uns bewegen. Phase, damit meine ich, wir sind jetzt hier in der Imbalance-Phase und nach dieser Imbalance-Phase, die wir jetzt in den ersten 3 Minuten hier gesehen haben, ja, laufen wir jetzt hier erstmal seitwärts und wir laufen hier seitwärts. Und dafür ist ein Chart für mich extrem notwendig und hilfreich, damit ich einfach diese Phasen erkennen kann. Ja? Denn wenn ich sehe, dass wir jetzt hier in der Imbalance-Phase sind oder in der Balance-Phase, dann hat das natürlich für mein Trading einen ganz konkreten Ansatz. Ja? Und das hat letztendlich dafür, ist es ausschlaggebend, ob ich jetzt einen Trade eingehe oder nicht. Und ich weiß genau, wenn ich mir im Chart diese Phasen erkenne, ja, welche Art von Trade mache ich denn jetzt? Bin ich in einem Momentum-Trade drin oder wie reagiert der Markt im Einzelnen? Dann sehen wir uns als nächstes mal an, und dafür ist der Chart aus meiner Sicht auch extrem wichtig. Wir sehen meistens immer, dass eine Zeiteinheit, ja, ich sage jetzt mal, die Kontrolle hat. Ich bin jetzt hier in der gleichen Aktie und wir gucken uns jetzt hier den 5-Minuten-Chart an.
Ja, wenn ihr eben gesehen habt, im 1-Minuten-Chart hatten wir hier Seitwärtsphasen. Im 5-Minuten-Chart sieht das Bild nochmal komplett anders aus. Ja? Denn das One-Time-Framing, was ich eben angesprochen habe, das sieht man jetzt hier, dass das im 5-Minuten-Chart noch viel, viel deutlicher wird. Ja? Ich illustriere euch nochmal, was ich damit meine. Wir öffnen hier, machen hier ein Tief. Ja? Die nächste 5-Minuten-Kerze öffnet. Das Tief der Kerze ist hier. Und das Ganze geht immer so weiter, bis letztendlich hier oben dieser Zyklus gebrochen wird. Ja? Und in dem Moment, wo der gebrochen wird, sehen wir erstmal, dass wir jetzt hier in eine Korrektur laufen, die auch in dem Beispiel sehr, sehr ausschlaggebend war. Und das sind genau die Dinge, die ich mir im Chart angucke und die ich wichtig finde. Ja? Natürlich, das hatte ich ja eingangs gesagt, gehe ich jetzt nicht einfach einen Trade ein, nur weil ich jetzt hier, sage ich mal, das Signal bekomme, dass jetzt, ich sage jetzt mal, dieses One-Time-Frame hier gebrochen wird. Aber es gibt mir erstmal eine Idee, dass ich jetzt, sage ich mal, in den Order-Flow gucke, ob ich da irgendwas erkenne, was jetzt ein Trade rechtfertigt. Das heißt, um es nochmal kurz zusammenzufassen, ein Chart ist aus meiner Sicht extrem wichtig, aber die Zeiteinheiten, die sind aus meiner Sicht relativ. Denn für mich persönlich, ich handle nach Angebot und Nachfrage. Der Chart ist für mich als Orientierung zu sehen, um zu sehen, gibt es irgendeine, ich sage jetzt mal, ein One-Time-Framing in der jeweiligen Zeiteinheit? Laufen wir im Balance oder Imbalance und auch einfach, in welcher Stelle befinden wir uns? Wo ist das Tageshoch, wo ist das Tagestief? Und dann versuche ich meine Trades mit dem Order-Flow zu kombinieren, aber definitiv unabhängig von der jeweiligen Zeiteinheit. Ja, das heißt, wenn euch irgendjemand erzählt, sucht Signale im 5-Minuten-Chart oder im 5-Minuten-Footprint-Chart, dann ist das mit Vorsicht zu genießen, denn der Chart ist aus meiner Sicht eine Orientierung und ob wir dann letztendlich einen Trade machen, das müssen wir dann abhängig vom Order-Flow entscheiden. Und ja, ich denke, wenn man den Chart als Orientierung nimmt, sich anguckt, welche Zeiteinheit ist jetzt gerade in Kontrolle, so sage ich mal, und das dann noch kombiniert mit dem Order-Flow, dann kann man sehr, sehr sinnvolle Trades ableiten. Und ja, jetzt wisst ihr, wie ich das Ganze nutze. Also am Anfang gucke ich mir den 1-Minuten-Chart an. Später im Laufe des Handels wechsle ich dann eine größere Zeiteinheit, um, wie ihr hier seht, nicht den Überblick zu verlieren. Und das letztendliche Timing für den Trade, das mache ich dann nach Angebot und Nachfrage abhängig. Und dafür nutze ich den Orderflow, unter anderem, wie ihr gesehen habt, die Heatmap in unserer Software. Denn die gibt mir einen sehr, sehr guten Überblick und zeigt mir einfach, wann ist jetzt der richtige Moment, um in den Trade zu gehen. Ja, ich hoffe, es ist klar geworden, dass die Zeiteinheiten relativ sind. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.